herzlich willkommen zurück zu diesem Web-Talk innerhalb unserer Reihe mit den interaktiven Tools. Und guter Unterricht, egal ob analog oder digital, der lebt ja auch davon, dass sich deine Schülerinnen und Schüler mit der Zeit einschätzen lernen, dass sie lernen, ihr eigenes Lernverhalten zu evaluieren und ganz wichtig, natürlich auch für die Zukunft Schritte daraus abzuleiten, nämlich wie sie Dinge in Zukunft anders machen wollen. Und du als Lehrkraft unterstützt diesen Prozess. Du bist dabei, du bist in der Beziehungsgestaltung als Lerncoach, der den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler nicht nur initiiert, sondern auch gemeinsam mit ihnen evaluiert. Und da gibt es zwei wichtige Perspektiven in dem Zusammenhang. Nämlich auf der einen Seite, sich mal Feedback als Lehrkraft auch zu holen. Wie bin ich eigentlich in meiner Wirkung als Lehrkraft? Was habe ich gut gemacht? Wo muss ich mich vielleicht noch ein wenig verbessern? Was war vielleicht nicht so verständlich? Auch am Ende einer Klassenarbeit, am Ende einer Unterrichtsphase, einfach nochmal zu gucken, ist das, was ich mir als Lehrkraft vorgenommen habe, auch das gewesen, was sich die Schülerinnen und Schüler vorgestellt haben, beziehungsweise hat sie das auch abgeholt? Und das andere ist, wenn es um Feedback geht, es ist ja auch ganz hilfreich für uns als Lehrkräfte, Feedback von den Schülerinnen und Schülern zu bekommen, nämlich zu gucken, wo sind sie denn gerade in Abstand zur Erreichung des Ziels? Wo ist gerade ihr Lernstand? Wo ist gerade ihr Motivationsstand? Wo ist ihr Lernzuwachs? Und was brauchen sie auf ihrem Lernweg noch, um dann noch mehr und noch besser und noch toller wachsen zu können? Also Feedback-Evaluation ist in der Schule wie auch in jedem anderen Bereich unumgänglich. Und in der heutigen Folge geht es genau darum, wie können wir mit einem digitalen Tool, wie können wir mit Hilfe digitaler Elemente ganz, ganz leicht und vor allem auch datenschutzsicher und anonym Evaluationen durchführen und uns Feedback einholen für uns als Lehrkräfte oder zu den Schülerinnen und Schülern, zum Beispiel auch mit einer Selbsteinschätzung. Und das Tool, was uns dafür heute zur Verfügung steht, heißt Bitte Feedback. Kann man sich ganz leicht merken. Bittefeedback.de. Ich zeige einmal gerne die Seite. Bittefeedback.de wird angeboten übrigens von Nele Hirsch. Wenn man sich nämlich unten anschaut, dann beschreibt sie dort, dass das ganze Projekt Open Source Software ist, die sie entsprechend ein wenig umgestaltet hat, dann allen zur Verfügung gestellt hat. Und auch toll, auf der Seite findest du die Möglichkeit, dass du auf einen Link klickst, nämlich hier unten. Du findest hier die angepasste Version, um damit dieses Tool Bitte Feedback auch auf einem eigenen Server zu installieren, sodass du das auch auf deinem eigenen Server benutzen kannst, gar nicht davon abhängig bist, dass das hier funktioniert. Und was kannst du jetzt mit Bitte Feedback genau machen? Nun, es ist ein Evaluationsinstrument von da draußen natürlich ganz, ganz vielen. Es gibt ganz viele. Es gibt Feedback-Instrumente, wo du Sprachfeedback über QR-Codes einsprechen kannst. Dann kannst du ganz normal Fragebögen erstellen. Du kannst klassische Evaluationen durchführen mit Multiple Choice, also einfach zum Anklicken. All das geht, da gibt es verschiedene Tools für. In diesem Tool geht es darum, einen sehr simplen Weg einzuschlagen, unkompliziert und anonym das Ganze zu gestalten. Auf der Startseite hast du genau zwei Möglichkeiten. Entweder hast du einen Code, um an einer Umfrage teilnehmen zu können, oder du kannst hier unten ein eigenes Feedback-Formular erstellen. Und wenn du das möchtest, dann musst du dem Ganzen einen Namen geben. Beispielsweise OER Camp 2021. Oder wir nennen es mal 01-2021 für Januar 2021. Ja? Wenn du dann auf Erstellen klickst, öffnet sich ein neues Fenster, wo du noch ein paar mehr Daten eingeben musst. Also sind die Rahmendaten, dann macht es Sinn, dass du vielleicht deinen Namen noch eingibst. Es kann auch dann der Name der Lerngruppe sein, also Klasse A, 5A, Klasse 8B, wie auch immer. Ich gebe jetzt einfach mal Mediencoaching ein als meinen Namen. Und das war es auch eigentlich schon, was du an Daten zur Verfügung stellen musst. Wenn du dich fragst, was passiert mit den Daten, kleiner Tipp, scroll nach unten.
Und zwar steht dort, es ist keine Registrierung erforderlich. Die Eintragungen werden sowieso auch nach 14 Tagen gelöscht. Und es gibt eine ausführliche Datenschutzbeschreibung auf Deutsch von Nele Hirsch. Also alles in allem auch datenschutzrechtlich sauber abgedeckt. Was kannst du jetzt machen? Du hast die Auswahl zwischen zwei Fragetypen. Nämlich Sternebewertungen oder offene Fragestellung. Vielleicht noch eine Sache, die ich gerade nicht genannt habe. Du kannst auch noch einen Link angeben zu einem Social Media Account, zu deiner Website, wo auch immer, was den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach Ausfüllen der Umfrage angezeigt wird. Ist jetzt aber nur ein kleines Gimmick on top, hat aber keinen Einfluss auf die Gestaltung der Umfrage an sich. So, kommen wir nämlich zur Umfrage an sich. Du hast zwei Fragetypen, die Sternebewertung oder die offenen Fragen. Und wir machen jetzt einfach mal also so einen kleinen Fragebogen auf mit verschiedenen Fragetypen. Frage 1 ist, muss ich entscheiden, ist es eine Sternevergebungsfrage oder ist es ein Textfeld? Lass uns mal mit einer Sternevergabe anfangen. Dann könntest du ja jetzt, du evaluierst jetzt in diesem Setting dein Unterrichtswirken, dein Unterrichtsgeschehen. Und da könntest du jetzt ja die Frage stellen als Idee: Bewerte die Gestaltung der Materialien. Es könnte an der Stelle also sein, dass der Schüler einfach dann Sterne gibt von 1 bis 5, wie viele Sterne er eben deinen Materialien gibt. Eine weitere Frage fügst du hinzu, indem du einfach klickst auf Frage hinzufügen. Und das wäre dann zum Beispiel: Wie bist du mit den Materialien klargekommen? Da kannst du natürlich auch immer noch Differenzierungen zu hinschreiben. Das heißt, oben bei Bewerte die Gestaltung könntest du noch als Erläuterung schreiben: Optik, waren genug Bilder eingebaut, wie auch immer, waren die schön, die Materialien, das könntest du noch eintragen. Hängt da von der Klassenstufe auch ab und auch von der Schülerklientel tatsächlich. Ja, hier links bei der Frage 2, wie bist du mit den Materialien klargekommen? Das heißt, konntest du die gut lösen? Konntest du da eigenständig mitarbeiten? Waren sie motivierend? Das könntest du da ja auch unterbringen. Dann könntest du eine dritte Frage hinzufügen, nämlich die Frage: Jetzt mal mit einem Textfeld, schreibe deine Meinung zu den Materialien. Ja? Da kann der Schüler jetzt also nochmal eigene Kommentare hinzufügen, wie er die Materialien fand, die ihr in der letzten Unterrichtseinheit durchgenommen habt. Und dann ging es weiter mit Frage 4. Könnte man hinschreiben, wieder auch als Frage, also es kommt ja darauf an, was du herausfinden möchtest. Wie gut hast du das Thema selbstständig erarbeiten können? Und das ist ja auch ganz spannend bei Evaluation, mal Schülerevaluation zu machen. Also die Schüler müssen jetzt sagen, okay, sie schätzen sich mal ein bisschen ein. Wie sind sie denn da jetzt klargekommen? Wie konnten sie denn selbstständig arbeiten? Du machst dir zwischenzeitlich Notizen und dann legst du beides mal nebeneinander, um zu gucken, passt das zusammen oder eher nicht. Wir haben jetzt 4 Fragen, reicht an der Stelle, glaube ich, völlig aus. Denn wir klicken jetzt mal auf Erstellen. Und mit dem Klick auf Erstellen wird die Umfrage einerseits veröffentlicht, andererseits ist sie ab Zeitpunkt jetzt 14 Tage gültig und ist danach auch wieder komplett weg. Und jetzt ist ganz wichtig, dass du dir entweder einen Screenshot machst von dieser Seite oder aber, dass du sagst, ich speichere mir diese da Informationen jetzt einmal ein in einer Notiz-App oder irgendwie in einem Dokument, weil wenn du das verloren hast, dann kannst du tatsächlich nie wieder darauf zugreifen. Also denk unbedingt dran, das musst du irgendwo speichern. Ja, und hier gibt es jetzt verschiedene Dinge, die du speichern kannst. Zum einen den Code, dann den Link direkt zur Umfrage und natürlich auch den Link für die Ergebnisse.
Insbesondere der ist ja wichtig, weil sonst kannst du dir nachher ja gar nicht mehr anschauen, was haben eigentlich deine Schülerinnen und Schüler geantwortet, was ist bei deiner Umfrage-Evaluation herausgekommen. Ich lasse jetzt mal dieses Fenster offen, öffne mal einen neuen Tab, damit wir das Ganze mal ein wenig simulieren können. Und du könntest jetzt also hingehen, du hast den Code rausgegeben an deine Schülerinnen und Schüler. Die geben jetzt diesen Code auf der Startseite bitte Feedback ein und klicken dann auf Los. Das wäre eine Möglichkeit, um zu deinem Fragebogen zu kommen. Die andere Möglichkeit ist, dass du auf den Link draufklickst, dann landest du auch direkt dort. Also vom Prinzip her, du landest immer an der gleichen Stelle. Du entscheidest, was du leichter zugänglich machen kannst. Ich sage mal, wenn du es im Online-Kontext zur Verfügung stellst, das heißt über iServe, It's Learning, Moodle, wie auch immer, da macht es auf jeden Fall Sinn, die Umfrage als Link anzubieten. Da muss der Schüler nur draufklicken und ist direkt verbunden. Wenn du jetzt im Klassenraum bist, im Präsenzunterricht, dann macht es Sinn, dass du den Schülerinnen und Schülern eben den Code vorne anzeigst oder anschreibst, wie auch immer, und sie dann über ihr Smartphone, Tablet, was euch zur Verfügung steht, dann direkt auch zur Umfrage kommen. Da gilt es ein bisschen zu differenzieren, was das Setting und der Rahmen auch ist, in dem du gerade unterwegs bist. Und was auch wichtig zu bedenken ist, es ist halt ein anonymes Tool. Das heißt, ich weiß nicht, welcher Schüler was angeklickt und dargestellt hat. Das kann reizvoll sein. Es gibt natürlich auch Umstände, wo ich genau wissen möchte, welcher Schüler was wie bewertet. Da muss ich dann auf ein anderes Tool setzen. Da gibt es ja auch umfangreiche Erklärungen zu. Dritter Tipp an der Stelle noch: Wenn du im Klassenraum bist oder auch in einer Videokonferenz, möchtest jetzt eine Umfrage starten, könntest du ja auch einfach einen QR-Code erzeugen aus dem Link. Wie das geht, da gibt es ja auch eine Folge zu innerhalb der Webtalk-Reihe hier. Und dann kannst du dir den Link einfach in einen QR-Code verwandeln lassen, zeigst den dann im Display im Raum. Also im Klassenraum oder im Videokonferenzraum, und der Schüler zückt dann sein Endgerät, um den QR-Code zu scannen, ist dann ebenfalls verbunden. Ja, so, jetzt sind wir Schüler. Jetzt lesen wir also diesen Fragebogen. Hier sehen wir nochmal, oben steht der Titel, den ich vorhin gewählt habe. Dann kommt hier, von wem es erstellt wurde. Das kannst du auch nicht nochmal verändern. Wenn es einmal da ist, dann ist es da. Und jetzt habe ich als Schüler die Möglichkeit, das Ganze eben entsprechend auch auszufüllen. So, und ich könnte jetzt die Materialien bewerten. Ich könnte jetzt 5 Sterne geben. Wie bist du mit den Materialien klargekommen? Gebe ich mal 4 Sterne. Schreib deine Meinung. Die Materialien, ja, richtig schreiben. Materialien waren super. Und wie gut hast du das Thema selbstständig erarbeiten können? Da sagt der Schüler vielleicht nur 3 Sterne. Wenn der Schüler fertig ist, klickt er einfach auf Senden. Und damit war es das. Formular ist geschlossen. Vielen Dank für das Feedback, steht dann da. Ich fülle jetzt einfach nochmal ein zweites Formular aus, damit wir gleich ein bisschen Daten haben. Bewerte die Gestaltung der Materialien. Der nächste Schüler sagt da vielleicht nur 3 Sterne, fand es vielleicht optisch nicht so ansprechend. Dafür ist er sehr gut damit klargekommen. Und dann schreibt er vielleicht noch als Meinung dazu, es hätten mehr Bilder eingebaut sein können. Und im Vergleich zu dem anderen Schüler sagt er halt, ja, die selbstständige Erarbeitung konnte ich schon ganz ordentlich. Auch er schickt oder sie schickt das Ergebnis wieder weg. Vielen Dank, und damit ist das erstmal gesammelt. Das kannst du so oft und so lange und so viel machen mit den Schülerinnen und Schülern. Und irgendwann ist es ja dann an der Zeit, sich die Feedback-Ergebnisse auch mal anzuschauen und zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen bei dem, was wir gemacht haben. Also klicke ich drauf. Und dann zieht sich jetzt das Tool, die Infos aus der Datenbank von Bitte Feedback. Und jetzt bekomme ich pro Frage eine genaue Auswertung. Was ist genau herausgekommen bei meinen Fragen? Die erste Frage war ja, bewerte die Gestaltung der Materialien.
Da hat Schüler 0, also der erste, der was eingetragen hat, 5 Sterne vergeben, der zweite halt nur 3. Gleichzeitig bekomme ich angezeigt, was dann die durchschnittliche Bewertung ist aus eben den Bewertungen, die gegeben wurden. Und so kann ich mich dann von Frage 1 zu Frage 2 begeben. Die gerade lädt. Also es zieht sich halt immer das Ganze aus der Datenbank. Da ist es. Auch hier wird wieder eine Durchschnittsbewertung und Durchschnittsbetrachtung fertiggestellt. Nämlich hier erste Aussage waren 4 Sterne, zweite 5 Sterne, macht also 4,5 von 5 Sternen insgesamt. Interessant wird es ja noch bei den offenen Fragen, also wo der Schüler selber Text einfügen konnte. Da hat er gerade ein Datenbankproblem. Ich probiere es nochmal. Da ist es jetzt richtig, passiert halt auch. Siehst du, macht halt auf jeden Fall Sinn, nochmal die Seite neu durchzuladen. Und hier kann ich mir auch nochmal die Meinungen durchlesen und was ich natürlich machen können, um es an der Stelle auch ein wenig zu entanonymisieren, wäre, ich kann meinen Schülern halt auch ein Feld am Anfang geben, ganz am Anfang als erste Frage, erstes Textfeld, wo sie ihren Namen eingeben müssen. Oder wenn es nicht um Klarnamen geht, zumindest dann anhand einer Dechiffrierliste für den Unterricht. Fritz Meier ist immer Schüler 15 und Bianca Blume ist immer Schüler 2. Das heißt, du sagst deinen Schülerinnen im Vorfeld, erste Aufgabe ist es, trag eben deinen Namen ein, aber nicht deinen Realnamen, sondern Schüler 1, Schüler 2. Dann kann ich eure Ergebnisse zuordnen. Ganz klar ist aber, das hängt auch wieder davon ab, was ich herausfinden möchte. Manchmal ist es ja gut, anonymisiert zu fragen. Manchmal macht es aber auch Sinn, es personalisiert zu machen, um auch nochmal auf Meinungen von Schülerinnen und Schülern einzugehen. Da müssen wir halt immer unterscheiden, in welcher Situation befinde ich mich gerade. Ist es eine Überprüfungssituation? Ist es eine Lernsituation, eine Leistungssituation? Das musst du halt auch bei der Erstellung von Fragen dann berücksichtigen. Wenn es mit Namen versehen ist, wird es dir aber auf jeden Fall helfen, weil dann kannst du auch nochmal gezielt darauf eingehen, was die Schüler gemacht haben. So hast du halt nur ein Lerngruppenfeedback. Könntest dann also sagen, okay, ihr habt mir geschrieben, das war super, das war doof. Und dann kannst du halt in den Diskurs gehen mit den Schülerinnen und Schülern. Was war denn doof? Oder wo könnte ich mich denn noch verbessern? Wo könnte ich denn noch was tun? Und dann gibt es noch die vierte Frage oder das vierte Ergebnis zu der vierten Frage. Auch das lädt gerade wieder. Da ist es, nämlich, wie gut konntest du dir das Thema selbstständig erarbeiten? Auch hier wieder die Durchschnittsbetrachtung insgesamt. Was kann man zusammenfassend sagen? Insgesamt ist bitte Feedback ein sehr aufgeräumtes, im absolut positiven Sinne, ein absolut aufgeräumtes Tool mit vielen Möglichkeiten, mal relativ unkompliziert eine schnelle Befragung zu machen oder auch eine etwas größere Befragung. Kommt immer auf den Zweck und das Ziel drauf an. Es ist auf jeden Fall datenschutzsicher, ohne Registrierung, ohne Anmeldung. Von daher, das ist schon für den Unterricht sehr, sehr angenehm. Und ja, warum sind Umfragen und Befragungen grundsätzlich so sinnvoll und gut? Weil sie halt den Unterricht voranbringen. Weil sie uns zeigen, wenn wir uns dann ehrlich darauf einlassen, was lief richtig gut und wo gibt es vielleicht noch einen Optimierungsbedarf und wie können wir das gemeinsam als Lerngruppe mit der Lehrkraft hinbekommen, dass daraus ein Konglomerat wird an positiver Energie für die erfolgreichere und noch optimiertere Darstellung und Entwicklung unserer Lernfortschritte. Von daher, trau dich zu Fehlern, trau dich zum kritischen Beäugen deiner Schülerinnen und Schüler, trau dich aber auch kritisch beäugt zu werden. Denn insgesamt, wenn ihr in so einem guten Verhältnis seid, dann ist es auch möglich, voneinander zu lernen und miteinander zu lernen. Lernen funktioniert ja immer auch in Beziehung und durch Beziehung. Also, viel Spaß beim Umfragen gestalten, beim Evaluieren. Nutzt gerne bitte feedback.de. Dankeschön an der Stelle an Nele Hirsch und ich freue mich, wenn wir uns in einem der weiteren Talks noch einmal wiedersehen. Eine gute Woche dir.